Mats und Kati Hummels wirken trotz Scheidung nach außen hin glücklich. Anfang Juli heißt es aus dem Umfeld des Fußballers, dass er und seine Frau Kati endgültig die Scheidung einreichen. Angeblich verhandeln die beiden zu dem Zeitpunkt sogar bereits über ihr Vermögen. Bereits Monate zuvor kursieren Spekulationen, dass Max und Kati kein Liebespaar mehr sein sollen. Der Sportler bestätigt die Gerüchte, indem er mit mehreren Romanzen auf sich aufmerksam macht. Zunächst wird ihm eine Liaison mit Lisa-Marie Straube nachgesagt. Daraufhin datet Max die GNTM-Teilnehmerin Celine Bethmann und die Influencerin Julia Gauli. Letztere überrascht die Öffentlichkeit kürzlich. Sie heiratet nur wenige Wochen, nachdem Kussfotos von ihr und Mats auftauchen. Erst vor wenigen Tagen geraten neue Schnappschüsse an die Öffentlichkeit, auf denen Mats mit einer unbekannten Frau in einem Club in München kuschelt. Der 33-Jährige ist offenbar nach der Trennung von Kati kein Kind von Traurigkeit. Ein Insider bestätigt, Mats ist als Single gerade in einer Phase, die er genießt. Bisher äußern sich weder Mats noch Kati zu ihrem Liebesaus. Doch auch der Moderatorin scheint es sehr gut zu gehen. Auf die Scheidungsgerüchte reagiert sie im Netz zunächst nur kryptisch. Wenn sich eine Tür schließt, dann öffnet sich eine neue. Ich mag Veränderungen nicht so gern, aber sie zu akzeptieren hilft einem, auch wenn es wehtut. Ich akzeptiere es und bin wie immer, so gut es geht, positiv. Schreibt sie zum Beispiel Anfang Juli. Kürzlich laden die YouTuber Dennis und Benny Wolter Kati in ihre Sendung Worldwide Wohnzimmer ein. Einige Wochen zuvor ist auch Mats in der Show zu Gast. Zu dieser Zeit amüsiert sich das Netz über das Liebesleben des BVB-Stars. In der Sendung beweist Mats, er nimmt das Ganze mit Humor. Auch Kati spricht bei Worldwide Wohnzimmer überraschend ehrlich über den Vater ihres Sohnes. Der 34-Jährigen ist es offenbar wichtig, dass sie und Mats keinen öffentlichen Rosenkrieg führen. Ihr habt ihn doch kennengelernt, er ist doch cool. Es gab halt gewisse Umstände, erklärt die Influencerin. In der Show beweist auch Kati Humor. Dennis und Benny stellen ihr mehrere ausgedachte Schlagzeilen über sie vor, von denen sie eine wählen soll, die am besten zu ihr passt. Dazu gehört zum Beispiel, dass die Münchnerin einen OnlyFans-Account hat. Vielleicht hätte ich dann wieder eine Chance bei Mats, scherzt sie daraufhin. Kati beantwortet sogar die Frage, ob sie, wie Mats, auch aktuell auf Datingkurs ist. Ich habe einen Jungen zu Hause, ich arbeite die ganze Zeit, verrät sie. Offenbar haben sowohl Kati als auch Mats ihre ganz eigene Strategie, mit ihrer Trennung umzugehen. Und am meisten dürfte sich wohl ihr gemeinsamer Sohn Ludwig darüber freuen, seine Eltern so glücklich zu sehen.